Hallo zusammen. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich bin der Techpirat. Hier geht es nochmal um ein kurzes Update zum Thema Telekom und Disney Plus. Was hat sich geändert in den letzten Tagen? Wie ist die aktuelle Situation? Das seht ihr jetzt hier in diesem Video. Über meine Facebook-Gruppe, die mittlerweile über 500 Mitglieder hat, bekomme ich doch ganz schnell und sehr rational ein schönes Feedback. Hier sind die Meinungen sehr geteilt, denn es gibt Positives und aber auch immer noch Negatives zu berichten von der Telekom. Erstmal zum Positiven. Der Bestellprozess, ich zeige euch den gerne nochmal, funktioniert mittlerweile sehr gut. Viele User berichten davon, dass sie, nachdem sie hier über diesen Link, den verlinke ich euch natürlich gerne nochmal in der Videobeschreibung, ihr Paketchen gebucht haben, dass sie dann von der Telekom innerhalb kürzester Zeit einen Einladungslink bekommen. Mit dem Link, genau hinhören, kann man dann bei Disney Plus seine Zugangsdaten anlegen. Ist das dann erfolgt, dann sind die ersten 6 Monate nach wie vor kostenfrei und danach zahlungspflichtig. Das heißt also wichtig, Prozessablauf, anmelden, entweder über die Bestellseite oder über den eigenen Kundenbereich oder über den Partnershop deiner Wahl. Danach den Einladungslink zur Registrierung für Disney Plus abwarten und dann mit dem Link die persönlichen eigenen Zugangsdaten anlegen. Danach hat man dann die Möglichkeit, Disney Plus entweder über das eigene Telefon, über einen smartfähigen Fernseher oder andere Endgeräte sich Disney Plus anzugucken. Und da ist auch schon das Problem. Viele Telekom-Kunden haben erwartet, dass das natürlich auch mit dem Magenta TV-Receiver, was weiß ich, 401, 400 und wie sie alle heißen, funktioniert. Das geht nach wie vor nicht. Es gab einen riesen Aufschrei und das ist eigentlich auch zusätzlich zu den Registrierungsproblematiken am Anfang das größte Problem, dass quasi mit den hauseigenen Receivern nicht gearbeitet werden kann, dass ich also da nicht mehr Disney angucken kann. Am Anfang gab es so ein paar Versuche, das bereitzustellen. Anscheinend hat aber alles nicht funktioniert, sind mittlerweile komplett vom Receiver verschwunden und ich kann quasi nur auf anderen Geräten das nutzen. Ich selber nutze mein Amazon TV-Stick dazu, um da Disney Plus zu gucken. Das ist sehr komfortabel. Ich stöpsel den einfach in einen HDMI-Anschluss in meinem alten Fernseher und das funktioniert. Die Telekom hat aber nicht geschlafen. Also gibt es noch etwas Positives zu berichten. Und zwar hat die mittlerweile reagiert und diesen Magenta TV und Disney Stick sozusagen als Bundle rausgebracht. Das ist ein Android TV-Box, ja, die gibt es auch unabhängig von der Telekom an verschiedenen, was weiß ich, kann man bei Amazon, ich verlinke euch auch da mal eine, so eine unabhängige kann man bei Amazon kaufen, Box. Und da kann ich dann verschiedene Apps installieren, unter anderem halt die Disney Plus Apps. Aber das Besondere an der, sagen wir mal, preis-leistungsmäßig passenden Box hier bei der Telekom ist, dass es ein Einstiegspunkt ist auch für Nicht-Telekom-Kunden, denn hier werden in der Tat 3 Monate Magenta TV kostenfrei auch inklusive angeboten. Das heißt, wenn ich noch keinen Magenta TV habe, möchte mir das aber mal angucken, wie das im Verhältnis ist, dann habe ich hier eine schöne Einstiegsmöglichkeit. Also kann ich hier nur sagen, Daumen rauf, Telekom gut reagiert, schnell reagiert, ein schönes Bundle gebastelt. Hilft aber allen nicht, die letztendlich ganz normale Kunden sind und dann am Ende bei uns in der Gruppe landen und meckern. Auch die Gruppe werde ich euch unten nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Das Schöne ist hier, hier tauschen wir uns aus, hier können wir gemeinsame Erfahrungen quasi loswerden und auch gegenseitig uns helfen. Das ist das Schöne, so kann ich immer
sehen, wie ist der aktuelle Stand. Man guckt ja nicht immer selber drauf. Ja, das war es dann auch schon mit dem Update, mit dem kurzen. Wie ihr seht, es hat sich etwas getan. Und grundsätzlich stehe ich dem Angebot Telekom Disney Plus sehr positiv gegenüber, denn es ist wirklich ein vom Preis-Leistungs-Verhältnis sensationell. Das ist, da hat Telekom sich echt was einfallen lassen. Nur die Art und Weise der Umsetzung, die hätte etwas anders gehen sollen. Technisch läuft es mittlerweile, deswegen wird es auch wieder beworben. Somit danke ich für die Aufmerksamkeit. Würde mich über einen Daumen hoch freuen hier für das Video. Und bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und schaut bei unserer Facebook-Gruppe vorbei. Dann erfahrt ihr immer Neues. Tschüss.